Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Pferdewetten.de TV. Am 1. Mai gibt es wieder spektakuläre Pferderennen und einige davon haben uns hier im Studio herausgesucht, die wir ein wenig erläutern möchten. Zwei an der Zahl. Ich begrüße recht herzlich unsere beiden Experten Peter Heugel und Pierre Hofer. Hallo. Grüß dich. Grüße euch. Ja, wir fangen an mit einem Highlight in Düsseldorf. 1. Mai, wie gesagt, das Henkel-Stutenpreis-Listenrennen. Dotiert mit 20.000 Euro über eine Distanz von 1.600 Metern. Ja, und da haben wir einige interessante Starter, die man logischerweise auch bewetten kann. Und da möchtet ihr uns ein paar Tipps geben, uns Zuschauern. Wie sieht es da aus, Pierre? Das ist der Weg zu den klassischen 1.000 Guinness, ja. Die ja auch in Düsseldorf gelaufen wären. Das ist eigentlich das wichtigste Vorbereitungsrennen vor Ort. Meiner Meinung nach sehr, sehr gut besetzt. Und ich habe mir, ja, es ist nicht ganz einfach. Du brauchst in Düsseldorf immer ein Pferd, das auch wirklich mit der Bahn zurechtkommt. Wir haben wahrscheinlich eine Favoritin, das ist Dessau, die zweite in der Winterkönigin. Ja. Das Rennen schauen wir uns auch gleich an. Die lief aber schon mal in Düsseldorf und zwar schlecht. Ja. Und da weiß ich eigentlich nicht so genau, was ich davon halten soll. Das war komisch, stark, ne? Ja, die lief ganz stark in Köln gegen ein Pferd von Mari Hofer, Nostro Amico, der zur erweiterten Jahrgangsspitze gehört, lief dann in Düsseldorf, ja. Völlig ohne Wert, ohne Aussage und wird dann Zweite in der Winterkönigin. Wir können uns das anschauen und lief da wieder ein fantastisches Rennen gegen die Jahrgangsspitze. Ja. Wir sehen sie hier schon hinter der Winterkönigin Mon Ami an zweiter Stelle in den Röttger Farben und sie zieht da sehr sicher an zweiter Stelle nach Hause in Baden-Baden, im Oktober war das. Und das war natürlich eine glänzende Vorstellung, die ihr hier allererste Chancen einräumt. Aber, wie gesagt, ich bin nicht ganz sicher, ob sie mit der Bahn zurechtkommt. Peter, vielleicht kannst du uns das erläutern, ja, als ehemaliger Jockey. Was ist das Besondere an der Bahn in Düsseldorf? Ja, der Berg macht es einfach interessant. Ja. Es gibt viele Pferde, die halt mit dieser Bahnführung, mit diesem Kurs einfach nicht zurechtkommen. Eben durch diesen Berg und unten teilweise um diese Ecke rum. Die ist schon sehr tricky. Ja, es geht also, wird auch beschrieben, bergauf. Auch für die Reiter oder für den ein oder anderen Reiter auch so eine spezielle Sache. Ja. Natürlich muss dann immer alles zusammenpassen. Ne? Pferd und Reiter muss schon funktionieren. Aber wenn einer von den beiden... Ich glaube, das ist die Kombination auch. Du hast einen 1600 Meter Start, dann kommt gleich die erste kleine Ecke. Dieser Knick, genau. Ja, und dann geht es bergauf. Aha. So, und wenn du da jetzt keine Lage hast, weißt du, du kriegst auch keine Lage mehr bis zum Bogen. Keine gute Position bis eigentlich zum Ende vom Bogen. Genau. Weil bergauf solltest du nicht Boden Gas machen, geben, ja. Weil dann bist du oben rasiert, wie man so schön sagt. Ja. Und deswegen siehst du das am Anfang eigentlich sehr oft, dass auf Teufel komm raus viele versuchen, eine gute Position zu kriegen, damit sie die auch am Berg halten können. Mhm. Dann geht es ein bisschen bergab, da kannst du auch nicht viel Boden gut machen und dann kommt sofort schon die Ecke. Ja. Und wenn du da eine gute Position hast, du machst dann in der Regel sehr schwer, glaube ich, Boden gut. Das ist richtig. Geht auch bergauf, die gerade in Düsseldorf, das nimmt man vielleicht nicht so wahr, aber sehr, sehr lang gezogen, bergauf und schon sehr speziell. Ja, ja. Wir haben eine Kandidatin in einem Rennen, die schon gezeigt hat, dass sie damit glänzend zurechtkommt. Genau, Dipsy Dangerine. Ja. Die hat letztes Jahr das Aktionsrennen in Düsseldorf gewonnen. Genau. Mit 7 Längern. Muss man aber dazu sagen, ich glaube, dass die Stute nicht ganz so einfach ist. Die ist beim Übergang ganz schön ausgebrochen, hat auch die Reiterin gerade noch aufgefangen, hat aber trotzdem gewonnen, leicht mit 7 Längern. Und beim nächsten Start in Frankfurt. Das so eine ähnliche Aktion, auch wieder beim Übergang weggebrochen, wurde reiterlos. Ja. Da auch an der Spitze liegend, wäre sicher eine ganz interessante Teilnehmerin in Frankfurt gewesen. Aber so kann es gehen. Ne? Schauen wir uns an. Gerne. Sieg aus Düsseldorf. Mhm. Das war auch so eine riesenhohe Quote. Hier ist sie schon vorne. Also die ging Start-Ziel in Düsseldorf oft eine sehr, sehr gute Taktik. Und Hier sehen wir das schon. Da geht es also richtig zur Sache, das, was Peter schon gerade beschrieben hat. Es reicht aber trotzdem. Und zwar überlegen. Und das gegen gute Konkurrenz. Dahinter war Survey aus dem Stall von Mario Hofer, eine der Stuten aus der Jahrgangsspitze, muss man sagen. Und das hat trotzdem gereicht. Und ich meine, das kostet ja wahnsinnig viel Kraft, so wegzubrechen. Und das ging trotzdem ganz, ganz einfach, wie wir es hier sehen. Ja. Und die löst sich immer weiter, ne?
Das ist jetzt die Frage. Die löst sich immer weiter. Willst du die wetten oder nicht? Hat sie sich, benimmt sie sich dieses Mal? Aha, aha. Ja, das ist, aber sie hat schon gezeigt, dass sie da ganz, ganz schnell sein kann in Düsseldorf. Und ja. Eine sehr interessante Kandidatin. Okay. Mit Sicherheit. Möglicherweise noch ein weiteres Pferd, was man hier in Erwägung ziehen sollte? Ja, ganz nett scheint Waldtrott zu sein. Mhm. Ein Start, ein Sieg. Ganz leicht mit 3,5 Längern. Konnte da Jerry Danone in die Schranken weisen, war eine schöne Vorstellung. Wunderbar. Also sehe ich auch so. Ja. Sogar, vielleicht jetzt ist sogar Favoritin, ich weiß nicht. Erste, zweite Favoritin, okay. Das ist ihr zuzutrauen. Steht auch ganz gut mit dem Gewicht da drin, also mit dem Grundgewicht, 57 Kilogramm. Gefällt mir. Ist absolut mit vorne dabei. Das heißt, ihr könnt euch vielleicht sogar auf die ersten drei einigen. Ja, also Stand jetzt, wir sind noch nicht ganz sicher, ob ganz oben Britney läuft, also im Stall von meinem Bruder Mario Hofer. Ja. Weil die hat mir unglaublich gut gefallen. Die hat einen Kurs B gewonnen, jetzt auf der Pariser Bahn in Chantilly. Und das ist eigentlich um die Jahreszeit eine wahnsinnig gute Vorstellung. Und das hat sie letztes Jahr zweijährig auch schon gezeigt. Mit der Leistung gehört sie für mich auch ganz, ganz oben hin in den Jahrgang. Mhm. Das müsste man eigentlich so sehen. Und, ja. Und die darf man sicherlich nicht unterschätzen, wenn sie denn auch läuft. Und ich sehe sogar noch ein Pferd, das vielleicht in die Platzierung laufen kann, Capitala. Mhm. Trainerwechsel hinter sich, früher Andreas Löwe, in Frankreich super debütiert, dann im Grupperennen in Frankreich weit nach vorn gelaufen. Dann ging es nicht so recht weit, aber die Stute sieht toll aus. Probier mal, wer ist denn 1, 2, 3? Das ist ja wirklich wieder heißer Tanz, das Rennen, weil wirklich einige Kandidaten sind, die sich das schön ausmachen können. Aber ich sehe mal Tipsy Tangerine, wenn die anständig über den Kurs kommt. Dessau muss man auf jeden Fall. Ja, und ich nehme die Waldtraut noch mit. Die Waldtraut, okay. Liebe Zuschauer, vielleicht heißt Ihre Tante Waldtraut. Ein Aspekt, mal so ein Pferd ruhig in die Erwägung zu ziehen. Und wenn du es auf drei setzt, natürlich erst recht. Wie sieht es bei dir aus, Pierre? Mit Waldtraut gehe ich d'accord. Da sehe ich ganz, ganz vorne. Ja. Und von Dessau weiß ich noch nicht so genau, was ich halten soll. Ich riskiere es mal und lasse die raus und nehme Tipsy Tangerine mit. Ist ein bisschen riskant, aber mir hat das unglaublich gefallen damals. Ja. Und wenn die Pferde einmal da schnell laufen, laufen die normalerweise wieder schnell. Jetzt brauchen wir noch einen dritten. Ne? Komm, trau dich. Also wenn sie denn dann tatsächlich an den Start kommt, Britney. Okay, falls sie an den Start kommt, wie gesagt, ist noch nicht ganz klar. Ein Tipp sozusagen aus der Familie, direkt von dem Bruder von Pierre Hofer, von Mario Hofer, liebe Zuschauer. Vielleicht heißen sie übrigens selber Waldtraut, dann sitzen sie natürlich erst recht auf Waldtraut, versteht sich von selbst, oder? Wir kommen zu einem weiteren Rennen und zwar auch am 1. Mai in München. Spektakulär, dort geht es um die silberne Peitsche, ein Gruppe 3 Rennen, dotiert mit 55.000 Euro über eine Distanz von 1.300 Meter und da geht es natürlich auch richtig heiß her und auch da haben sie natürlich die Möglichkeit, auf Pferde zu wetten. Zweierwette, Dreierwette, was Sie auch möchten. Wie sieht es da aus mit euren Hinweisen? Peter, vielleicht? Tja, die silberne Peitsche, ein Rennen, das die Reise macht. Aus Gelsenkirchen über Köln nach München. Mhm. Es ist eigentlich immer ein Treffen der Topflieger. Da haben wir zum Beispiel an Valerio, Vorjahreszweiter. Hat auch letztes Jahr die Fliegertrophäe in Hamburg gewonnen. Hat dieses Jahr schon einen Start im Bauch, in Fontainebleau, in einem Listenrennen auf 1100 Meter. War aber nicht so zwingend, war mit Höchstgewicht Achter. Nur in deinem Rennen war es Musso Pareta. Genau. Ja. Also beide Pferde haben da debütiert, schlecht debütiert. Die hätten eigentlich viel weiter vorne sein müssen gegen die Gegner. Also das war für beide nichts, aber daran denke ich, sollte man die beiden auch nicht. Nein, bewerten. Wenn man so die Gesamtform der Pferde nimmt, dann sind beide eigentlich Kandidaten, die in dem Rennen auf jeden Fall sehr prominent mitmischen. Mhm. Okay. Interessant vielleicht noch Exciting Life, weil das Pferd in der Vergangenheit in Polen trainiert wurde, dort auch wahnsinnig gute Erfolge hatte, war Vierter, zweijährig auf Gruppe-Ebene in Frankreich, gewann letztes Jahr das Benazé-Rennen in Baden-Baden im Frühjahr. Das ist schon mal ein Wort, lief dann auf dieser Gruppe und Listenebene immer nach vorne. Und jetzt hat mein Trainer gewechselt und das Pferd zu Peter Schirgen gestellt, ohne dem polnischen Trainer zu nahe treten zu wollen. Ich vermute mal, das Pferd wird sich nicht verschlechtern. Ja. Andras Starke sitzt im Sattel,
Es gibt ja noch eine zweite Kandidatin in dem Rennen aus dem Stall. Das ist sicherlich auch ein Hinweis. Ich glaube, dass das ein Pferd sein wird, das in diesem Jahr in dieser Klasse durchaus vorne mitmischen wird. Okay. Das heißt, seid ihr euch da einigermaßen einig? Eins und zwei, ja? Wir müssen auf jeden Fall noch sprechen über Stan McGround. Bitte schön. Ja, französische Gast, ne? Mhm. Auf Liestenebe zweimal platziert jetzt bei den letzten beiden Starts. Allerdings, du hast schon festgestellt, immer so einen dicken weiteren Boden. Gehen ein bisschen weitere Strecke. Weiter. Ja, ist mal auf weitere Distanz gelaufen. Gehen jetzt ein bisschen zurück auf diese 1300. Ja, wissen wir noch nicht so genau, was wir davon halten sollen. Das Pferd war mal in Deutschland trainiert, ging dann nach Frankreich, hat sich durchaus gesteigert nochmal, jetzt kommt man wieder zurück nach Deutschland. Aber ist natürlich mit Kondition und guter Form schon in diesem Jahr am Start gewesen und gehört für mich doch in die engere Auswahl. Es ist wie immer, ich sage immer, die Art von Rennen kann leider oder Gott sei Dank alles passieren. Von der Klasse her, also rein von der Klasse her, würde ich sagen, Smooth Operator, der hat auch immer einen Start gebraucht, jedes Jahr einen Start, und beim zweiten Start war er dann schon da und hat dann meistens so in den Frühsommer rein seine Bestformen gezeigt. Das stimmt, ja. Valero in der Regel immer ein bisschen Boden gebraucht, glaube ich. Ja. Ja. Schade bei, bei Smooth Operator auch nicht. Die Lotterie ist eröffnet. Bitteschön. Peter? Tja, ich nehme Valero. Mhm. Dann, wie du schon sagst, Smooth Operator ist immer ein Kandidat für sowas, und dann probiere ich es mal mit der französischen, mit dem französischen Gast Stan McGround. Okay, danke dir. Und Pierre, bitteschön. Ich gehe mit Smooth Operator. Mhm. Exciting Life und Stan McGround. Alles klar. Gut. Lieber Pierre, lieber Peter, vielen Dank für eure Erläuterung. Liebe Zuschauer, wir wünschen Ihnen Hals und Bein. Ganz viel Spaß am 1. Mai. Machen Sie es gut. Bis demnächst. Tschüss.